London. Wir sind heute hierher geflogen, um über Geld zu sprechen. Erstens, was kostet Harrys Hochzeit eigentlich die Queen? Und zweitens, wie kann ich trotz des Brexits an der Börse so richtig Geld machen? Oder andersherum gefragt, ist der Brexit vielleicht sogar eine Chance für mein Geld? Klingt crazy, aber warten Sie es ab. In London sind jetzt etliche Straßen gesperrt, denn Hunderttausende wollen die Hochzeit von Harry und Meghan live miterleben. Die Sicherheitsvorkehrungen sind gewaltig. Die Flieger nach London sind rappelvoll. Klar, royale Fans aus aller Welt wollen Fähnchen schwenken. Kosten für die Hochzeit inklusive Torte und Sicherheitsersatztorte etwa 2 Millionen Euro. Plus zusätzliche 35 Millionen Euro für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Und blechen muss der britische Steuerzahler. Aber kommt ja alles zigfach wieder rein mit Merchandising und Tourismus. Eine gute Investition. Bleibt also bei rund 37 Millionen Euro für Harry und Meghans Hochzeit. Die britische Regierung weiß, dass der Brexit nicht billig werden wird. Herr Schickentanz, was kostet der denn die Briten? Vor allen Dingen Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die britische Wirtschaft unter dem Brexit massiv leiden wird, dass also das Wachstum deutlich abgebremst wird. Großbritannien kommt zwar an einer Rezession vorbei, allerdings dürfte der Brexit so gut 1 Prozentpunkt Wirtschaftswachstum kosten. Es liegt im Wesentlichen daran, dass die Briten wohl nicht mehr so viele Finanzdienstleistungen nach Kontinentaleuropa exportieren werden, wie sie das bisher tun. Und was kostet der Brexit uns Deutsche? Ja, uns kostet er leider auch etwas, nicht ganz so viel wie die Briten, aber immerhin 5% unserer Warenexporte gehen auch nach Großbritannien. Die werden nicht alle wegfallen durch den Brexit, weil vieles können die Briten gar nicht ersetzen. Chemieprodukte, Maschinenbau oder auch Autos. Aber trotzdem wird es Bremsspuren hinterlassen. Wir gehen für Deutschland zum Beispiel von 0,1 bis 0,2% weniger Wirtschaftswachstum durch den Brexit aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel wegen der Beatles, der Spice Girls oder der Royals ein Fan der Briten bin, womit kann ich denn trotz des Brexits hier Geld verdienen? Naja, es gibt ja viele gute britische Unternehmen, die weltweit tätig sind. Denken Sie an eine Vodafone, an eine GlaxoSmithKline. Die werden auch nach dem Brexit weiterhin dick im Geschäft sein. Und die haben sogar einen Vorteil. Durch den Brexit dürfte das britische Pfund sich abschwächen gegenüber den anderen Währungen. Das heißt, die Exportchancen für diese Unternehmen steigen. Die besten britischen Unternehmen sind also auch ein guter Investmenttipp. Ganz wichtig, wenn man als Europäer in Großbritannien investiert, sollte man das allerdings währungsabgesichert tun. Denn am Schluss hat man sonst Kursgewinne, die aber dann durch die Pfundabschwächung wieder verloren gehen würden. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Bis zum nächsten Mal. See you. Bye, bye.